Es gibt Videospiele, die sind so spannend, so mitreißend, so einzigartig, dass sie eine ganz besondere Faszination auf mich ausüben. Doch leider nur einmal zum ersten Mal. Schade. Moin, moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu Videospielen, die ich gerne vergessen würde. Und nein, das meine ich nicht negativ, denn na klar, auch ich habe heute noch posttraumatische Belastungsstörungen von Skull Island, Gollum oder Forspoken. Wusch. 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 Gott, wie sehr würde ich gerne diesen Rotz aus meinem Gedächtnis verbannen. Doch heute geht es genau ums Gegenteil. Ich möchte über gute Spiele reden. Spiele, die sogar so gut waren und eine so außergewöhnliche Erfahrung boten, dass man sie eigentlich nur ein einziges Mal so richtig, richtig erleben kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Denkt an eure ersten Schritte, wenn ihr bei Breath of the Wild aus der Höhle schreitet. Oder wenn ihr in Bioshock diesen Raum betretet. Videospielmagie pur. Diese Spiele kann man natürlich auch öfter durchzocken und man hat immer seinen Spaß damit. Aber die Magie und die Erfahrung, welche man beim allerersten Spieldurchlauf erlebt, kann man kein zweites Mal replizieren. Es ist halt ein Unterschied, wenn man den Ausgang einer Geschichte oder einen krassen Plottwist schon kennt. Wenn man allen Ecken und Winkeln der Spielwelt schon ihre Geheimnisse entlockt hat oder über Konsequenzen und Rätsel vorab schon Bescheid weiß. Daher habe ich heute mal ein paar Spiele rausgesucht, bei denen ich nichts dagegen hätte, sie komplett zu vergessen, nur um sie noch einmal zum ersten Mal spielen zu können. Outer Wilds. Das Paradebeispiel und sozusagen der Ideengeber für dieses Video ist Outer Wilds. Ein Spiel, was quasi wirklich nur ein einziges Mal so richtig funktioniert, beziehungsweise wo nur das erste Mal diese Magie ausstrahlt, weil man halt danach all die Geheimnisse dieses Spiels irgendwie auf gewisse Weise schon kennt. Und na klar, nach einigen Jahren verliert man vielleicht das Wissen über gewisse Rätsel oder Mechaniken, aber im Grunde weiß man halt immer noch, wenn man später einmal Outer Wilds spielt, was es für ein Spiel ist. Und das ist halt so ein wenig auch die Faszination, die dieses Spiel ausmacht. Denn Outer Wilds ist ein Space-Explorations-Abenteuerspiel, was in gewisser Weise auch ein wenig Metroidvania-Züge mit sich bringt. Der Clou ist halt nur, dass es hier keine Fähigkeiten oder Waffen oder sonstiges gibt, sondern dass das, was euch Zugang zu anderen Welten beschert, einfach nur Wissen ist. Wissen, was ihr euch selbst anhäufen müsst, indem ihr diese ganze Galaxie durchschreitet, Planeten bereist und dort auf Hinweise trefft, die ihr dann gegebenenfalls auf andere Planeten einsetzt, um da ja, Rätsel zu lösen oder Aufgaben zu meistern. Und das ist halt irgendwie unfassbar spannend. Dieses Gefühl, etwas selbst herauszufinden und dann anzuwenden und dann zu bemerken, dass es auch noch funktioniert, ist einfach so unfassbar geil. Und ich will hier natürlich nicht spoilern, ich will hier keine einzelnen Beispiele geben, weil das natürlich, wie gesagt, die Magie dieses Spiels ist. Aber ihr müsst halt wissen, jeder Planet in diesem kleinen Sonnensystem ist völlig speziell, hat völlig andere Mechaniken, völlig andere Gesetze. Und wie diese funktionieren und wie man diese halt für seine eigenen Ziele ausnutzen kann, ist unfassbar spannend. Selten hat es ein Spiel geschafft, mich so derart zu faszinieren von seinen Mechaniken und das halt, obwohl es wirklich eigentlich in 15 Minuten durchspielbar wäre, wenn man wissen würde, wie alles funktioniert. Ich glaube, es gibt auch Speedruns dieses Spiels, die gehen wirklich nur ein paar Minuten. Aber das ist halt auch das, was diesen ersten unwissentlichen Durchlauf in Outer Wilds so speziell, so einzigartig macht. Wenn man erstmal weiß, wie die Mechaniken funktioniert, wie du gewisse Planeten erreichst, wie du gewisse Mechaniken umgehst, dann macht das natürlich auch im zweiten oder dritten Versuch noch Spaß. Aber nichts, nichts kann die Magie und die Faszination des allerersten Durchlaufs von Outer Wilds replizieren. Das ist einfach so ein einzigartiges Spiel, was man, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, nur ein einziges Mal so wirklich richtig erleben kann. Was irgendwie cool ist, aber natürlich auch ein bisschen schade. Und ich hätte nichts dagegen, nochmal komplett alles zu vergessen von diesem Spiel, nur um dieses ganze Abenteuer
noch einmal zu erleben. Wirklich etwas ganz, ganz Einmaliges. Und innerhalb von kürzester Zeit hat es sich zu einem meiner absoluten Lieblings-Indie-Spiele gemausert. Outer Wilds. Demnächst gibt es übrigens eine Next-Gen PlayStation 5-Version physisch. Ich glaube auch für die Switch. Also greift auf jeden Fall zu. Metal Gear Solid. Man sollte meinen, ich hätte Metal Gear Solid hier nur ausgewählt, um einmal kurz meine coole Premium Package Special Edition in die Kamera zu halten, inklusive T-Shirt, Soundtrack und hast du nicht gesehen. Aber nein, ja doch, das war eigentlich der Grund. Nein, Metal Gear Solid ist wirklich eine einzigartige Spielerfahrung, die damals so ein wenig, ja ich sag mal, Schulhofwissen gebraucht hat. Denn ganz ehrlich, wer ist jemals auf die Lösung für gewisse Mechaniken in dieses Spiel von alleine gekommen? Oder ohne Hilfe eines Magazins. Das kann ich mir kaum vorstellen. Bei mir war es halt damals auch so, das war halt Schulhofgespräch. Man hat sich selbst Tipps gegeben und gemerkt, was man hier machen muss, um gewisse Bosse oder andere Situationen zu meistern. Und das ist halt auch so eine gewisse Faszination, die dieses Spiel bietet. Metal Gear Solid ist halt ein Action-Adventure und das Spiel ist halt von Hideo Kojima produziert worden und es ist halt völlig abstrus. Und das nicht nur in seiner Story, sondern halt auch in seinen Gameplay-Elementen. Und was das Spiel halt auch abseits des normalen Spielerdenkens von einem fordert, ist halt wirklich extrem Meta. Und ja, das Spiel ist 25 Jahre alt und ich will hier nicht alles spoilern, aber es gibt halt hier gewisse Dinge, die sind so absurd und bis heute quasi nie wieder in einem Videospiel eingesetzt worden und sind auch kaum noch replizierbar in der heutigen Zeit. Zum Beispiel habt ihr so eine Art Codec, mit dem ihr gewisse Mitstreiter während eures Abenteuers kontaktieren könnt. Ein kleines Funkgerät. Und die Codec-Frequenzen der einzelnen Leute müsst ihr halt auf unterschiedlichste Weise herausfinden, beziehungsweise die werden euch manchmal gesagt. Aber an einer Stelle des Spiels sagt euch das Spiel halt, ja, die Frequenz für Meryl, die ist halt auf der CD. Guckt doch mal auf der CD nach. Und ihr denkt so, hä? Auf der CD? Und dann denkt man, man muss irgendwie im Spiel die CD suchen, um die Frequenz rauszufinden. Aber nein, es ist auf der Verpackung der CD. Also, ne, hier steht wirklich außerhalb des Spieluniversums die Frequenz hier unten von Meryl drauf, die ihr im Spiel nutzen müsst. Und das ist wirklich der Weg, wie man im Spiel dort anruft. Das ist halt so, was? Und das passiert nicht nur einmal, sondern mehrmals in diesem Spiel. Es gibt einen Bossfight, den guten Psycho Mantis, der liest zum Beispiel eure Memory Card aus. Und falls zufällig Konami-Spiele involviert waren, weil das ist halt ein Konami-Game, hat es darauf reagiert. Und dann hat Psycho Mantis im Spiel gesagt, oh, ich sehe, du magst Castlevania. Und man denkt so, was? Woher weißt du das? Ne? Und auch wie man diesen Boss selbst besiegt, ist halt natürlich bis heute legendär. Dennoch will ich es nicht spoilern, aber es ist auch etwas abseits des eigentlichen Spieluniversums, was man da tun muss, was so vollkommen absurd ist. Aber wenn man drüber nachdenkt, auch irgendwie logisch ist, weil Psycho Mantis halt eure Gedanken liest und man muss halt etwas machen, um zu verhindern, dass er eure Gedanken liest. Es ist total Meta, total abgefahren, super faszinierend, aber halt auch etwas, was man auf eigene Weise vielleicht niemals hätte rausgekriegt, hätte man nicht Freunde, die einem das gesagt hätte, beziehungsweise schon viel früher gespoilert hätte, bevor man das Spiel überhaupt gespielt hat. Das war ja schon fast ein Selling Point. Ey, du musst das und das Spiel spielen, weißt du, da passiert bla 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 bla. Ah, okay, danke fürs Spoilern, werde ich dann mal machen. Dementsprechend ist Metal Gear Solid halt ein unfassbar faszinierendes Erlebnis gewesen. Und ich würde vieles dafür geben, dieses Spiel komplett blind, ohne mein komplettes Wissen über diese Reihe, noch einmal zum ersten Mal erleben zu dürfen. Ich gehe zwar davon aus, dass ich nicht selbst auf die Lösung dieser Probleme kommen würde, aber falls doch, muss das doch einfach der unfassbar krasseste Mindfuck aller Zeiten sein. Auf jeden Fall ein absolut legendäres Spiel mit absolut legendären Mechaniken. Und ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, es gibt auch eine limitierte Premium-Version dieses Spiels für die PS1. Sehr, sehr sammelswert. Kein Grund, warum ich das jetzt zeige. Mass Effect 2. Ja, Mass Effect 2 ist ein unfassbar geiles Spiel. Ein absolut smoothes Meisterwerk. 10 von 10. Unfassbar tolle Space Opera rund um Commander Shepard und seine Crew. Und auch hier würde ich viel dafür geben, das Ganze noch einmal zum ersten Mal erleben zu dürfen. Und ich glaube, es macht auch Sinn, das Ganze beim zweiten Teil einzusetzen, damit es am besten funktioniert. Denn der zweite Teil ist halt schon so weit fortgeschritten, dass man die Teammitglieder, die hier einen großen Teil der Story spielen, schon halt sehr gut kennt. Und
Auch im zweiten Teil kommt es darauf an, wieder eine Crew zusammenzustellen. Und diesmal ist es halt, ja, ich sag mal, umso cooler, wenn man auf einmal bekannte Gesichter im Universum wieder trifft und denkt, ja, geil. Oder halt ein gewisses Schiff auf einmal wieder vor sich sieht und denkt, boah, Gänsehaut. Aber die unfassbare Faszination, warum dieses Spiel nur ein einziges Mal so richtig krass funktioniert, ist halt das Ende. Denn im ganzen Spielverlauf kommt es halt, wie gesagt, darauf an, eure Crew zusammenzustellen, um halt gegen die Reaper fortschreiten zu können. Und am Ende des Spiels, und ich will hier auch nicht so allzu viel spoilern, gibt es eine bestimmte Mission, eine Alles-oder-Nichts-Mission sozusagen. Und wenn ihr diese Mission bestreitet, müsst ihr natürlich euer gesamtes Team mitnehmen. Und natürlich mögt ihr das Team auch schon vorher und habt hoffentlich viel Zeit mit denen verbracht und diese kennengelernt und auch deren Spezialmissionen gemacht, deren, ich weiß gar nicht, Buddy-Missionen sozusagen, sodass sie vollstes Vertrauen auch in euch haben. Denn das wird auf einmal während der letzten Minuten des Spiels extremst wichtig. Und wenn man das nicht weiß, was da auf einen zukommt, ist das unfassbar adrenalinfördernd. Denn diese Mission ist quasi eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und auf einmal fängt das Spiel an, euch bezüglich eures Teams sozusagen vor Entscheidungen zu stellen, die sich aufgrund des Wissens des Vorgängers extrem dramatisch anfühlen. Denn das Spiel ist konsequent in seinem Umgang mit Teammitgliedern. Das lernt ihr aus dem ersten Teil. Und wenn auf einmal das Spiel am Ende des zweiten Teils gewisse Dinge von euch verlangt, dann wisst ihr, okay, das sind Entscheidungen, die können fatal sein. Dementsprechend ist das Gewicht dieser Entscheidungen extrem drückend auf euch. Und in kürzester Zeit unter Beschuss sozusagen, auch wenn ihr eigentlich so viel Zeit habt, wie ihr wollt. Aber es fühlt sich so an, entscheiden zu müssen, wer jetzt hier irgendwie Wache steht an dieser Tür, wer das bionische Schutzschild aufrechterhält, um alle zu schützen, oder wer diesen und diesen Teil des Traktes bewacht. Und das fühlt sich so unfassbar wichtig an, dass es kaum ein zweites Mal replizierbar ist, wenn man halt nicht weiß, welche Konsequenzen da auf euch warten. Und das Spiel sagt euch natürlich auch nicht, worauf man hier achten muss. Ihr müsst euer Team vorher kennengelernt haben und wissen, wer ist der Biotiker in eurem Team? Wer kann dieses Kraftfeld von seinen Kräften her wirklich gestalten? Wer ist technisch begabt und kann das und das machen? Das müsst ihr halt wirklich vorher erfahren, indem ihr euer Team kennenlernt und dann hoffentlich erfolgreich diese Mission meistern. Und lasst euch gesagt sein, es ist wirklich, es kann passieren, dass das komplett in die Hose geht. Also wirklich komplett. Und das ist halt wirklich, boah, dieses Adrenalin der allerletzten Mission, gepaart mit dieser unfassbar geilen Musik, noch einmal zum ersten Mal erleben zu können, hey, das wäre schon nochmal, das wäre es nochmal. Also das ist schon wirklich herausragend, eine der legendärsten Videospielmissionen aller Zeiten, das Finale von Mass Effect 2 und ja, etwas, was ich gerne vergessen würde, aber in the good way. A Way Out. Manchmal sind es aber auch nicht Mechaniken oder Konsequenzen, die einen so beeindrucken. Manchmal kann es auch ganz klassisch der Plot-Twist sein. Und ich will hier nicht spoilern, aber auf gewisse Weise tue ich das ja gerade, indem ich sage, dass dieses Spiel einen Plot-Twist hat. Das Coole an diesem Plot-Twist ist aber, wie er auf die Spieler hier selbst wirkt. Denn das Spiel ist halt ein ganz besonderes Spiel. Zum einen ist es ein Gefängnisausbruchsabenteuer, das ihr aber zu zweit spielt, im Koop. Und das gleichzeitig. Das ist schon mal irgendwie total speziell und geil, weil ihr halt, obwohl ihr gleichzeitig spielt, nicht immer die gleichen Stellen spielt, ihr euch aber dennoch die ganze Zeit unterstützen müsst, was eine super geile Erfahrung ist und euch als Team auch wirklich außerhalb des Spiels zu einer Einheit macht, was einfach eine total coole Idee ist. Aber gleichzeitig ist das Ende halt auch so, ja, etwas, nicht nur was narrativ sehr 180 Grad mäßig ist, sondern auch ein bisschen, ich will nicht spoilern, aber es ist halt auch mehr als das, was es auf dem Bildschirm zeigt. Es ist ein bisschen Meta und ich kann nicht ins Detail gehen. Ihr müsst einfach A Way Out spielen, wenn ihr mal die Möglichkeit dazu habt. Es hat wirklich ein richtig krasses, furioses Finale. Das Spiel selbst ist sowieso ein absoluter Geheimtipp, vielleicht sogar mehr. Das ist ein wirklich richtig geiles Spiel. Wenn ihr mal Bock auf Koop habt, dann grapscht euch euren Partner und zockt mal die 6 Stunden durch und erlebt dann ein Finale, was euch beeindrucken wird. Es wird euch beeindrucken. Und diesen Moment noch einmal zum ersten Mal zu erleben, beziehungsweise einfach vergessen zu können, weil
ich natürlich nur schon weiß, was passiert. Und das ist halt auch so eine krasse Zäsur, dass ich nie vergessen werde, was hier am Ende passiert. Das wäre schon irgendwie cool. Ne? Das ist halt die Magie dieses Spiels. Die funktioniert einmal so richtig krass, was natürlich nicht heißt, dass man danach das Spiel nicht nochmal spielen kann, weil es auch so einfach unglaublich cool ist. Aber ich hätte nichts dagegen, narrativ bezüglich dieses Spiels alles zu vergessen. Ein absolut geiles Spiel von den Hazelight Studios, die Leute, die übrigens auch It Takes Two gemacht haben. Und auch das war ja großartig. A Way Out. Nia. Und zum Abschluss haben wir eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Ein absolut großartiges Action-RPG, bei dem ihr als Hauptheld Nier die Runenpest, also eine Krankheit eurer Tochter Yona, heilen wollt und dafür alles in Kauf nimmt sozusagen. Hierfür bekommt ihr natürlich Hilfe von unterschiedlichen Charakteren, die so unglaublich, ja, charakterstark und andersartig sind, dass sie euch nur ans Herz wachsen können. Und diese Reise auf der Suche nach der Heilung für eure Tochter ist extrem einzigartig. Nicht nur, dass ihr wirklich hier mehrere Durchläufe durch das Spiel braucht, um anderen Kontext auf gewisse Dinge im Spiel zu erfahren. Nein, auch ganz zum Schluss passiert etwas, beziehungsweise das Spiel stellt euch eine Wahl, die ich bis dahin auch so noch nie in einem Videospiel gesehen habe. Auch hier möchte ich natürlich auf keinen Fall spoilern, aber auch hier ist es etwas, was total Meta ist, was den Spieler abseits des Spiels auch selbst betrifft und außerhalb des Spieluniversums stattfindet, was einfach unfassbar krass ist und mich damals vollkommen umgehauen hat. Das gleiche gilt übrigens auch für Nier Automata, da gibt es quasi exakt die gleiche Mechanik im Spiel, aber mir war damals schon klar, dass das dort auch passieren würde, weil ich das halt aus dem Vorgänger schon kannte. Dementsprechend ist natürlich hier Nier für mich das krassere Erlebnis gewesen bezüglich, ja, dieses Events, sag ich mal. Und es ist, wie gesagt, total schwer, euch das Ganze jetzt hier irgendwie schmackhaft zu machen oder beziehungsweise aufzuzeigen, was die Faszination dieses Momentes beziehungsweise dieser Situation hervorruft. Aber lasst euch halt gesagt sein, das Spiel gibt einer Entscheidung extrem viel Gewicht, weil sie, ja, ich kann nicht spoilern, es tut mir leid, ich kann da nicht mehr drüber reden. Wahrscheinlich wissen es auch schon viele, weil viele davon gehört haben. Aber ich kann euch nur empfehlen, nicht danach zu suchen im Internet, beziehungsweise nur, wenn ihr keinen Bock habt, das Spiel zu spielen. Aber das solltet ihr, denn Nier ist wirklich großartig, eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Und wenn ihr wirklich die Zeit investiert und euch diese 40 Stunden gibt und dann am Ende so ein Gesichtsschlag bekommt, dann ist das so einfach etwas Prägendes, so etwas Cooles, das werdet ihr nie wieder vergessen in eurer Videospielkarriere. Und es macht es halt auch dann gleichzeitig zu etwas unfassbar Besonderem. Und das heißt auch nicht, dass man das Spiel danach nicht mehr im gleichen Maßen genießen kann. Glaubt mir, ich habe das Spiel schon dreimal durchgespielt, davon zweimal komplett mit allem. Halt auch in seiner Replicant-Version, die halt vor 2-3 Jahren für Xbox One und PlayStation 4 erschienen ist. Aber das ändert nichts am Impact dieser Spielmechanik, die Yoko Taro damals für Nier, ich weiß gar nicht, ob er das dafür erfunden hat, sicherlich nicht, aber was er da so konsequenterweise mit dem Spieler veranstaltet. Und das ist wirklich einmalig gewesen, beziehungsweise es ist so cool und prägend gewesen, dass ich nie wieder Nier vergessen werde, obwohl ich es vielleicht durchaus vergessen wollen würde, um das Ganze nochmal erleben zu dürfen. War das ein sinnvoller Satz? Ich glaube nicht. Ja, Nier, eine absolute Empfehlung und passend, glaube ich, für dieses Video. Es gibt natürlich noch 100 andere Spiele, die für die Gleiches gilt, wo man quasi nur ein einziges Mal diesen krassen Plot-Twist erleben kann oder Rätselmechaniken auf die Lösung kommt und so, ne? Das könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, da bin ich sehr gespannt. Und entschuldigt bitte, das Licht ist heute ein bisschen anders, mir ist eine Birne durchgeknallt, ich muss das nächste Woche mal wieder korrigieren, ich glaube, das ist ein bisschen zu scharf, es muss sanfter sein, softer sein, aber egal. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder, abonniert.